Ja, Herr Präsident, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer draußen im Stream und auch noch hier im Saal. Die Piratenfraktion wird hier, wie im Plenum, also auch schon wie im zuständigen Ausschuss, der vorliegenden kleinen Jagdrechtsnovelle zustimmen. Die in der Anhörung vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken wegen der Gruppennützlichkeit der Verwendung von erhobenen Gebühren und Abgaben, die sehe ich mit der vorgeschlagenen Änderung in § 57 Absatz 3 zunächst einmal ausgeräumt unter dem Vorbehalt, dass ich eben kein Jurist bin oder sogar Verfassungsexperte. Aber immerhin besteht Handlungsbedarf, auch wegen des entsprechenden rechtlichen Hinweises des Oberverwaltungsgerichts aus dem Sommer 2012. Der wurde hier ja auch schon erwähnt. Und deshalb ist es auch richtig, damit nicht bis zum neuen Jagdgesetz zu warten. Mit der Änderung der dreistufigen Struktur der Jagdbehörden in eine zweistufige verbinden wir auch die Hoffnung auf Kosteneinsparung bei verbesserter Effizienz. Und wir teilen da nicht die im Ausschuss und auch eben hier im Plenum vorgetragenen Bedenken der CDU. Insbesondere handelt es sich in unseren Augen da nicht um eine Abstrafungsmaßnahme gegen die Forschungsstelle, wie es im Ausschuss formuliert wurde. Ein Kompetenzverlust ist ebenfalls nicht zu erwarten, denn die nötigen Versetzungen durch die Strukturreform führen ja nun nicht dazu, dass die Kompetenz der Mitarbeiter verloren geht. Die sitzen einfach da nur in einer anderen Dienststelle mit einem anderen Namen. Ihre Kompetenzen, die unbestreitbar sind, die nehmen sie aber mit. Was die Laufzeitverlängerung angeht, des alten Jagdgesetzes um ein halbes Jahr, da stimmen wir dann ebenfalls zu, weil dadurch Zeit für einen besseren großen Wurf beim neuen ökologischen Landesjagdgesetz gewonnen wird. Besonders ergibt sich dadurch die Chance einer intensiveren Beteiligung aller Interessierten mit den Jagdverbänden, den Naturschutzorganisationen und den Tierschützern. Und diese Partizipation ist uns wichtig und deshalb Zustimmung auch zu diesem Punkt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Robeder. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Remmel.